Frenkel Fortset. Heute. Let's play Daisy Wiss Nachhilfelehrerin. Ich glaube, es gab kein einziges Mal, dass ich hier in Starry Sobo war, wo ich nicht beschossen wurde. Außer das ist echt toll, dass du mir das jetzt im Nachhinein sagst. Total super. Ja, darum habe ich ja gesagt, das ist so verdächtig ruhig gewesen. Aber das natürlich. Ist, ja, außer ich bin eben des Nachts mit dem Nachtsicht. Was ist für eine Lehre? Du haust mir Türen auf den Kopf, dass ich schwer verletzt bin und Pillen schlucken muss. Und jetzt erzählst du mir im Nachhinein, dass du da immer beschossen worden bist. Na ja. Super. Ja, hätte ich dir das jetzt vorhin gesagt, wärst du nicht reingegangen. Nö, dann hätten wir irgendwo, keine Ahnung, pokern können. Mhm. Naja, jetzt weiß ich jedenfalls, dass ich... keine Grafikfehler hast. Keine Grafikfehler habe. Also bis auf die mit der Waffe. Aber das ist wahrscheinlich nicht mal ein Grafikfehler, das ist einfach ein Kackdreckfehler. So, und jetzt gehen wir noch hoch und gucken da oben in dem... Hier gibt es ja noch ein paar Jägerhochsitze, die können wir ja ein bisschen abgrasen. Vielleicht liegt ja da eine AK-Dings rum. Oder vielleicht finden wir ja noch eine Crash-Site. Weißt du, ich sehe es kommen. Das Spiel kommt ja, soll ja erscheinen auch als Standalone, richtig im Laden oder zumindest als Download, fix und fertig, ne? Mhm. Soll ja jetzt extra nochmal erscheinen. Ich sag dir, was passieren wird. Es wird von der Bedienung her super sein und daraufhin werden alle Fans, die das hier lieben, werden es hassen. Wahrscheinlich. Und werden rumschreien, wie casual das doch ist. Oh ja. Höre auf meine Worte und lausche ihnen und glaube ihnen. Das wird wieder ganz schlimm. Das habe ich auch schon so leicht im Hinterkopf, dass es so darauf wieder hinauslaufen wird. Ich meine, es fühlen sich ja schon DayZ-Spieler offensichtlich erheblich beleidigt, wenn ich dieses Spiel nicht so spiele, wie sie das gerne hätten. Ja, wie soll das dann noch erst werden, ja, wenn das Spiel jeder spielen kann? Vor allem, ich finde es halt auch blöd, weil das Schöne an DayZ ist, du kannst es spielen, wie du es willst, wie du es für richtig hältst. Ob das du jetzt ist ja gerade der Sinn an dem Spiel. Ich weiß auch nicht. Eben. Ja. Ich habe den ja auch dann mal gefragt, ganz im Ernst, warum glaubst du mir das jetzt mitteilen zu müssen, dass ich das anders spielen muss? Warum? Ja. Also nicht, dass da eine normale Antwort gekommen wäre, aber ich wollte es wirklich mal wissen. Es hat mich interessiert. Ich möchte diese Menschen da draußen doch auch einfach nur ein bisschen verstehen. Ist das denn so schwierig? Keiner versteht uns. Oh Gott. Alle Herzen. So, genug geheuchelt. So, soll ich gucken oder willst du gucken? Du meinst jetzt auf diesen Hochsitz? Mhm. Pass mal auf, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Ja. Ich möchte was lernen, Herr Frenkel. Wir unsere Arme aus. Elegantes. Das sieht aus wie Handauflegen. Ich kann Ihre Brust vergrößern durch reines Handauflegen. Sie hängen an der Leiter. So, jetzt bin ich da mal hoch, ne? Mhm. So, das letzte Mal war es ja schon so unübersichtlich. Oh, ich falle gleich runter. Moment, Moment. Also ich sehe nichts, außer ein paar Holzbohlen. Das heißt, da ist nichts drin? Nee. Außer es liegt wieder eine dieser Waffen, die ich nicht sehen kann. Die müsste dann aber zumindest im Fadenkreuz auftauchen. Ein Fadenkreuz soll ja auftauchen. Na, also unter Umständen im Fadenkreuz so ein Symbol oder irgendwas, aber... Ah, nix. Also komm, jetzt kommst du mal hoch. Das ist ja wohl nicht zu glauben hier. Warte mal, ich kann ja so reingucken. Da ist wirklich nix. Also, ich werde ja schon paranoid. Die Bude ist leer. Ich werde ja schon paranoid. So, jetzt wäre ich fast wieder runtergefallen. Na, wo ist denn dieser blöde Button jetzt, verflucht nochmal? Ich muss doch jetzt hier wieder runterlaufen. Da. Ja, und wieder Hand auflegen. Der Wunderheiler. Ich meine, wenn du magst, kannst du ja testen und den Zombie da auf dem Feld erschießen, wie laut die AK ist. Also die ist schon lauter wie... Ist die überhaupt? Warum habe ich die jetzt nicht mehr im Anschlag? Was soll das denn jetzt? Du musst wieder die linke Maustaste drücken. Das ist immer, wenn du Leiter rauf oder runter kletterst, dann senkt er die Waffe automatisch. Meine Fresse. So, okay. Du meinst jetzt, ich soll mir ja aus dem Hinterhalt einen Zombie erschießen? Ja. Gott, ist der weit weg. Da muss ich ein bisschen näher ran an den Monitor. Das, ja, so. Ein Schuss dürfte da reichen. Wenn ich ihn treff. Okay, zwei. Aber ich habe getroffen. Ja, hast du. Jetzt nicht. Ja, das stimmt. Jetzt war ich ein bisschen überheblich. Moment. Jetzt. Ach, jetzt brauche ich zwei Schuss. Da habe ich mich ja total verbessert. Also eigentlich bist du hier mit einem Schuss. Aber okay. Aber du hast die größere Reichweite. Das ist schon mal... Vielleicht habe ich auch nur den kleinen Finger getroffen. Das kann ja passieren. Das wäre möglich. Ja, das ist über Kimme und Korn. Das ist ein bisschen blöd zu zielen mit dem Ding. Ja, eben. Und da wäre die Cobra wäre da besser, aber es ist doof, dass du die jetzt nicht aufnehmen konntest. Aber egal.
Gehen wir hier mal am Waldrand entlang weiter. Vielleicht finden wir ja noch den anderen Jägerhochsitzen noch. Nur zu meiner Information, haben wir eigentlich noch ein Ziel? Ja, weiter nach außer, Norden. Außer, wie das mit den Spielen funktioniert, also abgesehen davon. Nee, also wieder nach Norden Richtung Krasnusdorf, beziehungsweise dann das nordöstliche Erfeld. Ich meine, wir könnten auch aufs nordwestliche, aber das ist ja... Aber um was zu tun? Suchen wir gerade konkret irgendwas, oder? Eigentlich nicht. Außer für dich eine bessere Waffe. Also eine Silenced-Waffe eventuell. Ja. Ja, aber ich fühle mich, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich fühle mich jetzt fast so ein bisschen durchgespielt. Ich meine, was kommt jetzt noch? Ja, außer, dass ich das Inventar nie begreifen werde. Was soll jetzt Neues kommen? Na gut, wir könnten uns ein Camp aufschlagen. Beziehungsweise, ich könnte ja gucken, auf dem Server hatten wir mal ein Camp aufgebaut, ob das noch da ist. Wir könnten andere Let's Player suchen und sie erschießen. Also du bist Bandit, das. Du bist ein Bandit, du willst die anderen erschießen. Nein, du könntest das natürlich. Ich nicht. Nein. Streit anfangen, dann endet das leider mit dem Toten meinerseits wahrscheinlich. Deswegen fange ich keinen Streit an. Ich habe doch so eine Regel, die da lautet, tust du mir nichts, tue ich dir auch nichts. Ein bisschen mit Gehirnwäsche, dann geht das schon. Nein, ich möchte meinen Hero-Skin nicht wieder verlieren. Mit rein. Der sieht cool aus. Ich möchte nicht mit so einem, was weiß ich, Waschlappen im Gesicht rumrennen. Ach ja, ich hab schon wieder Hunger und Durst. Das ist ja echt furchtbar. Das kommt davon, weil du so rennst die ganze Zeit. Ich fühle mich ein bisschen gestresst gerade. Ja, das ist mit dem Rennen verbrauchst du mehr an Energie. Das stimmt wohl. Also noch ein Grund mehr, um 50 Minuten am Stück zu kriechen. Dafür brauchst du weniger, ja? Ich habe lauter so komische Ideen. Wir könnten auch nach einem Camp suchen und wenn wir eins finden und die haben Fahrzeuge oder so, können wir die ja klauen. Das mache ich ja immer gern. Fahrzeug, das ist was ich noch nicht kenne, ja. Ja, ich muss das mal ein bisschen verfolgen, wie sich da so die Klickzahlen entwickeln. Ich meine, wenn das DayZ Let's Play keiner sehen will, dann muss ich das nicht unbedingt weiterspielen. Nö, brauchst du es auch nicht. Ich dachte halt, das würde die Leute interessieren. Aber das interessiert sie ja nur, wenn ich so spiele, wie sie wollen. Ich könnte eigentlich jedes Mal einen einladen. Einen Abonnenten. Den wir dann mit, Skype verbinden. Und der sagt dann genau, was ich machen muss. Dann spielen wir ferngesteuert. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Oder man gibt Aufgaben, so nach dem Motto, du musst mir jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, 10 Dosen Pasta besorgen. Also keine Bohnen, sondern Pasta oder irgendwie sowas. Oder bring mir einen Jeep, voll funktionstüchtig oder so. Ja, denen fällt ja lauter Scheiß ein dann. Nee. Ja. Das kannst du wieder nicht machen mit denen, weil die dann wieder durchdrehen und die wollen dann eine Boeing 747 und so, kenne ich schon alles. Ja, gut, die gibt's hier nicht. Das ist denen egal. Willst du zufällig deine Wasserflasche auffüllen, dann kannst du es hier in dem Tümpel machen. Ja, warte mal, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sie... Ja, schau mal. Das müsste man ja jetzt eigentlich sagen, ne? Oder, wie war das? Ja, wenn sie leicht rötlich ist oder wenn so. Wenn ich drauf ziele? Ich meine, wenn wir schon da sind. Moment. Nee, die müsst bei der Wasser... Ist ja gar nicht leer. Nee, ich meine, falls du könntest du trinken jetzt, ja. Genau, falls du ein bisschen Durst hast, kannst du es gerade trinken. Das ist ein guter Plan. So, jetzt habe ich ja Wasserflasche, habe ich jetzt. Und jetzt, wie kann ich es jetzt wieder auffüllen? Muss ich wieder ins Inventar rein, oder Inventar, was? Rechte Maustaste Ach und Gott, dann... Gott, Leute, bitte. Oh Mann. Tja. Also wie gesagt, da war Windows 3.1 irgendwie komfortabler. So, ich habe getrunken und habe gedingselt und jetzt kann ich eigentlich auch noch essen. Gedingselt? Gedingselt? Ja, nicht gemöppert. Gedingselt, das ist was anderes. Ach gedingselt so. Ist Wasserflasche füllen. Ah, ja. Was haben wir denn da noch? Lalalala, da nehmen wir halt mal das hier. Kann ich das auch hier essen? Nein, das geht nicht. Da muss ich das wieder hier drüben auswählen, oder was? Das ist ja echt armselig. Beziehungsweise wir könnten... Kann nur meckern, ey. Das wäre viel interessanter, weil das ist da ist einiges. Was denn, was denn, was? Was? Ich hab mich zugehört. Ich wollte ja mit dir schon von Anfang an, wollte ich doch mit dir nach Berezino. Macht der einen Weg? Der macht einen Wegpunkt, sehr schön. Mendocino, genau, komm, genau. Lass uns nach Mendocino. Mendocino. Ja, ich kann das nicht singen, weil ich den Text nicht kenne, aber ja, das erschüttert mich jetzt schon wieder. Ich kenne ihn auch nicht, aber ich werde es auch nicht singen.
Wer das kennt, ist alt. Ja. Unsere Generation fast, fast. Also eigentlich die Generation unserer Eltern, so gesehen. Ich glaube ja, ich bin vermutlich ein Ticken älter als du, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Vielleicht ein, zwei Jahre? Das weiß ich nicht. Also weit auseinander durften wir nicht liegen. Ich dachte jetzt eigentlich monatsmäßig. Ich glaube, wir liegen altersmäßig gar nicht auseinander. Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Da, das müssen wir mal klären, wenn ja. Hier die Sendung aus ist. Oder wir machen einen Quiz draus oder so. Wobei, bei mir kann man es ja leicht erfahren, man muss ja bloß in den Kanal gucken. Ja, ja, deswegen, die Zahl kenne ich ja. Das ist ja auch die meine Zahl. Aha, jetzt haben wir es doch verraten. Der Sinn des Lebens und so, ne? Ja. Genau, und deswegen habe ich jetzt einfach mal grob getippt, dass du aber von den Monaten her ein bisschen jünger bist, weil ich sehr früh in diesem Jahr... Ach, ich fasel ein Zeug. Du rennst hier weg schon wieder. Das geht nicht auf den Kuhhaut. Sehr früh? Also ich bin relativ früh in dem Jahr. Ach so. Mhm. Jetzt pass auf, jetzt haben wir vielleicht am gleichen Tag Geburtstag und wir wurden im Krankenhaus vertauscht. Lass uns mal den Monat eingrenzen. Also so als kleiner Tipp, ich habe Hörner. Ich habe Schuppen. Du hast Schuppen? Ja. Okay, dann können wir nicht vertauscht worden sein. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Du musst jetzt nicht mehr Mama anrufen. Nein. So, was steht denn jetzt da? Lauter so komische Textbotschaften hier. Ach, das gilt für irgendeinen Spieler, denke ich mal. Der da wahrscheinlich... Ein Mac-Menü, der hat Pommes bestellt. Und da steht no Pures, also Pommes gibt's nicht. Sind aus, irgendwie sowas. Mhm. Das ist Spanisch und die waren bei McDonald's. Das ist meine Übersetzung hier. Ja, ich kann ja kein Spanisch. Ich auch nicht, aber ich bin Viertelspanier. Wow. Ja, das ist doch ein Traum, oder? Das ist ja mal eine Ansage. Ich sehe ein Zelt. Ich sehe eine wegrennende Frau in Männergestalt. Ach, da. Also, Zelte gibt es hier viele anscheinend. Ja, so, die verteilen das dann schon ein bisschen gern. Den Sinn habe ich immer noch nicht verstanden, weil... In den Zelten kannst was du... Was wichtig ist... Das so, sind sogar zwei Zelte. Ja, aber wenn sowas völlig... Drei Zelte. Nee, du kannst da Sachen deponieren. Nehmen wir an, dir geht jetzt der Platz einfach im Rucksack aus. Vier Zelte. Dann ist das ein Jugendzeltlager. Pass auf, der hat auch eine Winchester drin mit Munition. Also wenn irgendwas ja so unwichtig ist, dass ich es irgendwo in der Pampa in einem Zelt liegen lassen kann, ja, dann kann ich es auch grad wegwerfen. Sag ich jetzt mal so. Ja. Das ist meine Theorie. Da wäre eine AKM drin, Dingsglas. Eine Weapon M95 SD. Die habe ich schon, ne? Oder ist das meine wieder? Das ist wahrscheinlich wieder meine. Ach, oder deine, aber da wäre eine Remington 870 drin. Das wäre auch eine, ich sag mal, relativ gute Shotgun. Die hätte auch ein Techlight vorne dran, aber da wäre jetzt... Nix, ich behalte jetzt Arschloch-Kind. Ja, da wäre jetzt auch, sag ich mal, keine Munition mit dabei. Also die haben jetzt nichts Interessantes soweit. Jetzt irgendwie durchsuchst du so ein Zelt. Du gehst jetzt da drauf. Ja, du siehst ja das Symbol mit der Waffe mit den beiden Pfeilen im Kreis. Ja. Dann machst du Mausrad. Ja. Dann erscheint links so Rearm, Gear, Safe Old Camping Tent und dann machst du Gear. Ja. Drückst du auf die mittlere Maustaste. Okay, und dann kann ich sehen, was da drin liegt. Dann okay. Wird dir links angezeigt Gear Old Camping Tent und da ist dann das drin, was in dem Zelt drin ist. Ja, alles klar. Und wenn du da was raus haben möchtest, kannst du dir das dann rüberholen oder halt gleich einen Rucksack packen, dann mit Rucksack anklicken, Open Bag. Nee. Aber das die haben jetzt da nichts Wichtiges drin. Und wichtig ist immer, wenn du dann ein Zelt hast, immer Safe Tent machen, weil sonst speicherst du den Inhalt nicht. Aber wenn ich selber ein Zelt habe? Wenn du selber ein Zelt hast. Oder wenn du gemein bist, nehme mir an, ich klaue jetzt dem da die Winchester raus mitsamt der Munition und mache dann Safe Tent. Dann ist beim nächsten Server-Start auch die Waffe nicht drin. Also die ist dann endgültig für den Typen da weg. Dann wird er sich ärgern. Okay, bei der Winchester natürlich weniger, aber... Ja, aber also das heißt, wenn du Menschen ärgern willst, einfach Sachen rausnehmen. Rausnehmen und speichern. Ja, das ist jetzt aber auch so, ich weiß auch nicht.
Auch nicht so sinneslebensmäßig. Nö. Wobei ich nicht weiß, wenn du nicht speicherst, ob das dann auch weg ist oder ob das dann wieder neu beim Serverstart wieder drin ist. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht ausprobiert, weil da gibt es ja auch immer wieder mal Probleme, dass es von den Updates her nicht speichert oder dass deine Zelte dann auf einmal leer sind oder dass sie ganz weg sind. Unglaublich. Das bleibt halt auch nicht immer aus.